Und plötzlich flog ein Stuhl. In einem Café in Moskau haben die beiden russischen Nationalspieler Alexander Kokorin und Pavel Mamajew mehrere Menschen angegriffen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sie einen Mann zuerst mit einem Stuhl attackieren und ihm danach ins Gesicht schlagen. Es soll sich um den Fahrer einer Fernsehmoderatorin handeln. Zuvor sollen die beiden Fußballstars in dem Café rassistische Sprüche gegen Männer asiatischer Herkunft geäußert haben. Laut russischen Medien musste nach dem Vorfall ein Beamter des Industrie- und Handelsministeriums mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann habe schlichten wollen und soll dabei attackiert worden sein. Die Ethikkommission des russischen Fußballverbandes prüft nun, die beiden Spieler lebenslang zu sperren. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Zuvor hatte der russische Fußballverband den Vorfall scharf verurteilt. Die auf dem Video festgehaltenen Handlungen sind absolut inakzeptabel. Wir haben keinen Zweifel, dass das Innenministerium eine kompetente Untersuchung durchführen wird. Alle sind vor dem Gesetz gleich. Zudem drohen den beiden Spielern zivilrechtliche Konsequenzen. Die Strafverfolgungsbehörden haben den Vorfall als Hooliganismus bewertet. Und aus dem Kreml heißt es, die Videoaufnahmen seien ziemlich unangenehm. Ein Sprecher von Russlands Präsident Putin sagte, es habe mehrere Zeugen für die mutmaßlichen Übergriffe gegeben. Es ist nicht das erste Mal, dass Kokorin und Mamajew in der Öffentlichkeit negativ auffallen. Kurz nachdem die russische Auswahl bei der Europameisterschaft 2016 als Gruppenletzter in der Vorrunde ausgeschieden war, tauchte ein Video der beiden damaligen Nationalspieler auf, das sie beim Feiern und Champagner trinken in Monaco zeigte. Daraufhin waren sie vom Verband ausgeschlossen worden.